Also, von mir gibt es heute ein ganz kurzes Video und zwar geht es um ein Problem, das ich mit Studio-Hintergründen habe. Und zwar geht es ganz speziell um diese Studio-Hintergründe hier. Das sind die ganz großen, 3,55 Meter sind die breit, 30 Meter sind sie lang. Das sind so ziemlich die größten Studio-Hintergründe, die man so bestellen kann. Ich habe die bei Calumet bestellt, kosten 240 Euro circa. Und ja, mich ärgert es irrsinnig immer, wenn ich da ein Problem damit habe und deshalb mache ich ein Video darüber. Schaut weiter! Also, ich werde euch ganz schnell die hier runterfahren, damit ihr seht, wie die aussehen. Ich nehme da mal die schwarze. Ja, und ich habe folgendes Problem hier, und zwar für Porträtaufnahmen setze ich immer sehr gern einen Spot beim Hintergrund ein. Das werde ich hier mal kurz zeigen. Ich mache den kurz an. Ich hoffe, da geht jetzt das Einstelllicht an. Genau. Da ist jetzt gerade ein Abdruck. Ich hoffe, den Spot sieht man hier auf der Aufnahme auch. Und ich habe einfach das Problem, dass bei diesen sehr großen Leinwänden werden die sehr wellig. Also ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht. Aber der Hintergrund ist nicht ganz gleichmäßig, er ist wellig. Und wenn es richtig hochwertige, schöne Porträts werden sollen, finde ich, muss dieser Hintergrund ganz flach, ganz gleichmäßig sein. Und ich werde es mal hier so ein bisschen anleuchten. Ich hoffe, man sieht das. Man sieht das auf den Fotos leider ganz stark. Ich meine, da wird auch mit einer viel höheren Leistung geblitzt. Und der graue Hintergrund ist teilweise noch schlimmer. Aber hier sieht man überall, dass einfach dieser Karton sehr wellig ist. Und das entsteht halt nach einer Zeit. Wenn die Leinwände ganz frisch angeliefert werden, passt das ja noch. Da fährt man runter, es ist alles schön glatt. Aber nach einer Zeit wird das Ganze einfach wellig. Oben die Leinwand biegt sich ein bisschen durch. Und das stört mich enorm, weil ich habe dann irgendwelche Vorstände, die ich fotografiere oder irgendwelche, sagen wir mal, wichtigeren Personen, wo die Fotos picobello sein müssen. Da muss ich dann von jedem einzelnen Foto den Hintergrund glatt bügeln. Und das klingt jetzt nicht so schlimm, aber es ist halt so, wenn du 20 Fotos hast und jedes Mal nochmal 3 Minuten einsetzen musst, summiert sich das einfach enormst, wenn man jeden Tag fotografiert. Und das andere Problem ist einfach, man soll das ja natürlich nicht sehen bei der Person, ab wo man dann den Hintergrund retuschiert hat oder nicht. Da muss man die Person schon fast wieder freistellen. Und das nervt mich enorm bei den Hintergründen und deshalb habe ich dieses Video, möchte ich das jetzt in diesem Video erwähnen, weil ich habe diese Leinwände bei Calumet bestellt. Ich habe 3 Stück davon. Jede kostet 240 Euro. Ich habe vorher angefragt, ob sich die auch durchbiegen, ob das ein Problem ist, weil die doch viel Gewicht haben. 30 Meter sind die lang, 3,5 Meter breit. Das ist natürlich vom ganzen Material her einfach ein enormes Gewicht. Und ich habe auch angefragt, ob man drinnen auch eine Mittelstange braucht, damit sie es nicht durchbiegt. Weil im Grunde ist da nur ein ganz starker Karton, der das hält, als Kern in der Mitte. Mir wurde vom Hotline, vom Kundenservice dort versichert, man braucht das nicht. Ich sage, zu 90% haben sie auch recht, weil die hängen hier sicher schon 2, 3 Jahre und sie biegen sich nur minimals durch. Sie sind ja noch ganz, sie sehen ja auch fürs Auge optisch recht gerad aus, aber nur diese leichte Biegung schon in der Mitte sorgt dafür, dass es der Hintergrund wellig wird, was beim Fotografieren dann in der Retusche ein Riesenaufwand ist. Und das ist halt ein Problem, das ich nur ansprechen möchte. Mich würde interessieren an die Zuschauer jetzt, ob ihr eine gute Lösung dafür habt. Ich habe jetzt als Zwischenlösung mir jetzt nochmal eine schwarze Leinwand bestellt mit 2,70 Meter. Weil ich einfach drauf kam, dass die kürzeren, also die große hinter mir ist ja 3,50 Meter, die ist nur 2,70 Meter, dass das viel weniger Probleme macht und ich schneide das halt weg, bestelle eine neue. Die 2,70 Meter Leinwände kosten 70 Euro, da kaufe ich halt einfach jedes Jahr eine neue oder was, oder jedes halbe. Das ist sofort, mit weniger Retuscheaufwand ist der Preis schon sofort drin,
der zusätzliche Umsatz, sage ich mal. Und ich habe hier drin ist auch noch eine graue 2,70 Meter Leinwand, 11 Meter lang sind die. Und das ist jetzt so meine Zwischenlösung, doch wieder für Einzelporträts auf die etwas kürzeren umzusteigen, diese öfters zu kaufen. Und ich möchte da nur auch erwähnen, dass ich diese schwarze Leinwand oder die graue natürlich schon öfters auch unten abgeschnitten habe, dass ich eine ganz frische habe, dass keine Fußabdrücke sind, aber trotzdem ist das Ganze einfach nicht ganz glatt. Und ich habe schon mit anderen Fotografen drüber gesprochen, die haben halt eine andere Lösung, dass sie im Hintergrund die Wand anmalen, eine Studiowand in Grau, einen Weiß, einen Schwarz, dass sie da ganz glatte Flächen haben, ist insofern eine gute Lösung, weil man da jederzeit drüber malen kann. Jedoch hat es einen riesen Nachteil, wenn der Person sich da mal anlehnt, mit den Schuhen mal anlehnt, mit dem Top, dann wird das natürlich die Farbe auch nicht ganz sauber sein. Das sieht man in Spuren von den Klamotten und sonst was. Und da gibt es wenig richtig saubere Lösungen, außer man hat natürlich eine richtig schöne Hohlkehle, wie sehr große Studios das haben, aber das hat auch den riesen Nachteil, dass die mitten in den Raum reingeht und man nicht einfach die Hintergrundfarben wechseln kann on the fly, also schnell hochrollen, runterrollen. Und ja, das ist jetzt nur so ein bisschen von mir, sag ich mal, ein Lester-Jammer-Video, aber es ist einfach wirklich viel Aufwand. Ich habe diese Woche schon mehrere Shootings gehabt, wo ich wirklich immer den Hintergrund retuschieren musste, und das will ich nur erwähnen für alle Personen, die sich überlegen, diese ganz großen Hintergründe zu bestellen. Also diese Calumet ist in Deutschland der größte Hersteller von denen. Und wenn ihr euch überlegt, diese 3,55 Meter Rollen zu bestellen, um 240 Euro, überlegt euch das mehrmals, weil zum einen sind sie schwierig zum Aufhängen, weil sie extrem schwer sind. Und zum anderen ist vielleicht die bessere Lösung für euch, eine Wand zu bemalen oder doch die 2,70 Meter Rollen zu nehmen, je nachdem, wie viele Gruppenfotos ihr aufnehmen müsst oder nicht. Aber ich war leider, langfristig jetzt, bin ich leider doch enttäuscht davon, weil es mehr Probleme verursacht, als Probleme löst. Das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren und vielleicht habt ihr ein paar tolle Tipps für mich. Und wenn euch das gefällt, das Video oder diese Tipps und Tricks, bitte Daumen hoch da lassen beim Video, ein Like oder abonnieren, da freuen wir uns enorm drüber. Der Stefan hinter der Kamera, ich vor der Kamera. Da steckt doch sehr viel Arbeit drin, auch wenn es hoffentlich nicht so aussieht. Aber das motiviert uns, wenn wir da von euch Feedback bekommen. Also bitte schreibt's was. Viel Spaß beim Fotografieren. Ciao. Jetzt hab ich... Ja. Okay. Ah ja, doch, man sieht es schon, oder? Ah, da wieder weniger.